Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von H2R4, ja, dem Together-Projekt mit Mal zusammen. Moin moin. Jetzt hat man dich wenigstens ein bisschen gehört. Haben am Ende, also für uns ist es jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber ich meine, wir haben halt, man sieht es ja schon da aufgehört, dass wir im Norden, bin ich ja gelandet. Miles ist ja gerade frisch ins Bündnis reingehoppt, glaube ich. Und wir wollen halt in Italien auch vorrücken, weil in Italien an der französisch-italienischen Front, da steht jeweils nur eine Division, außer ganz im Norden, da stehen zwei. Da könnte man ganz gut durchbrechen, aber wir haben halt nicht genug Divisionen. Aber ich könnte noch ein paar ausbilden, fällt mir gerade auf, Miles. Ja, mein Problem ist aktuell Mannstärke und ich habe diese Wirtschaft, diese Streiks, weswegen ich gerade auch zu wenig politische Macht habe, um irgendwie Mannstärke zu bekommen. Ei, ei, ei. Das wird jetzt erstmal mein Ziel sein, erstmal die Mannstärke hochzubekommen, damit ich meine Armee erweitern kann, da ich gerade aktuell fast 16.000 Waffen plus bin und damit schon mal eine ziemlich schlagkräftige zusätzliche Truppe aufstellen könnte. Ja, und sonst erstmal gucken, wie weit wir kommen oder was wir machen können. Ja. Ja. Okay. Ja, dann. Du musst die Stabilität auf jeden Fall hochhalten bei dir. Dann kannst du Streiks ja vermeiden, weißt du ja, denke. Ja. Oh, das ist aber immer ganz schwer, ich weiß. Das ist voll für den Arsch. Ja, das Problem ist ja, ich brauche die Mannstärke auch für andere Sachen. Ja. Aber ja, erstmal weitermachen jetzt. Dann kriege ich auch politische Macht rein. Mir fehlen gerade Konvois. WTF. Mir fehlen. Keine Ahnung, willst du 250 haben? Nee, meine Divisionen sind auf dem Weg, deswegen. Ups. Ah, verstehe. Ja, und natürlich ballern die Streiks hier natürlich auch kein Konsumgüter rein. Ja, das stimmt. Es ist der Gummihandel bei mir komplett lahmgelegt. Scheiße. Das Allerwichtigste gibt's nicht mehr. Was? Was heißt das Allerwichtigste? Gummi? Ich glaube, du brauchst dazu für jedes Flugzeug Gummi. Ich weiß nicht, ob man für Panzer Gummi braucht. Ich glaube nicht. Obwohl, wer weiß. Ich weiß es nicht genau. So, wir können weitermachen. Würde ich sagen? Ja, auf jeden Fall. Weitermachen. Nicht wundern, ich mache keinen Schwerpunkt, damit ich halt einfach mehr politische Macht reinkriege. Portugal? Achso. Alter, was geht hier ab? Spanien ist Marionette von der Sowjetunion. Die Sowjetunion macht einfach nichts momentan. Das ist ja auch nicht die richtige Sowjetunion, sondern die andere Sowjetunion. Ja, ja, genau. Das ist ja nicht der Diktator Stalin, der da macht, sondern der andere Typen. Ja, ja. Guck dir mal die Bonis und negativen Sachen an, die er gibt. Malis, die der Typ gibt. An. Ja, Stabilität ist eigentlich scheißegal. Alles aber Widerstandstempo, Schaden an Garnison, Widerstands und so weiter, das ist schon ganz gut. Echt gut. Agentenplatz auch. So, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen durchgebrochen. Das wäre was. Ah. Jetzt nach dem anderen. Ah, oder? Doch nicht? Doch, okay. Weiter geht's. Also ich habe offiziell keine Mannstärke mehr. Scheiße. Also, ich kann dir auch nicht helfen, ne? Mit Garnisonen oder Garnisonsunterstützung. Nö, ich habe ja nichts erobert. Ja, eben. Ja, ich muss jetzt halt ein bisschen politische Macht sparen. In der Zeit greife ich halt nicht an. Ich könnte natürlich auch Divisionen löschen, aber es wäre halt genauso dämlich. So, wir stehen fast vor Berlin. Das wäre ja mal was. Berlin, Berlin. Wir mussten alles kapitulieren, außer Deutschland. Stimmt. Natürlich die Italiener. Achso, ich weiß gar nicht, wer alles drin ist. Obwohl, das ist ja nicht viel. Aber ja, gut. Italien sollte aber das Leichtere werden hier. Die Deutschen haben einfach 2,1 Millionen Mann verloren. Das tut weh. Das ist krank. Wenn man überlegt, dass sie gefühlt vorher fast nie so viele Verluste haben und Rumänien alleine 1 Million davon fast abgeknallt hat, ist ja schon hart. Italien hat aber auch schon 800.000 verloren. Ja gut, oh lol, doch, man sieht die Flugzeugträger ja. Ja? Ja, ich dachte, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob es in diesem Let's Play war oder ob es, ich glaube es war sogar, als wir mal privat gezockt hatten, dass ich nie die Texturen von den Flugzeugträgern gesehen habe, aber jetzt sehe ich sie. Auch eigentlich sieht man die. Du kannst ja sogar die Flugzeugträger irgendwo ankern lassen und die Flugzeuge direkt als Flugfeld benutzen. Ja, das muss ich eigentlich öfter mal machen eigentlich. Yes. So. Vorteilhaft. Weil du halt, naja, wo als Flugzeugträger halt ein förmliches Flugfeld hast, womit du überall hinfahren kannst. Ja. Aber das ist ganz gut, dass die Italiener schon fast 800.000 Tote haben vor uns. Ja, soll ich einen Fokus auf Europa oder auf Asien machen? Ja, und was machen die Japaner denn gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mach mal Fokus auf Europa. Ach lol, okay. Ich habe den Schwerpunkt irgendwie umgangen. Warum auch immer. Die Japaner sind faschistisch.
immer noch und ja. Stimmt, wir hatten noch den Penny-Vorfall da. Genau, und die bezwingen jetzt gerade China anscheinend. Sehr schnell. Nicht gut. Nee, aber solange die sich nicht mit den Deutschen verbünden, was sie auch nicht mehr tun können, weil sie ein eigenes Bündnis haben, ist mir eigentlich alles egal. Ja, genau. So, wir haben gleich Berlin. Warte. Ja, Moment. 88 in Berlin, da sage ich erstmal nichts zu. Hast du Artillerieunterstützung oder sind das die Nazis? Ne, die Nazis haben Artillerieunterstützung. Du benutzt diese Artilleriezüge auch nicht, oder? Ne, gar nicht. Vielleicht sollten wir es mal machen, aber das ist so ein. Sehr Kleinkram immer, weißt du? Dieses Hin und. Oh, oh! Berlin. Aber ich denke mal jedes Mal, wenn ich das so sehe, wieso sollte ich Artilleriezüge benutzen, wenn ich auch einfach damit noch mehr Panzer bauen kann? Mit den gleichen Fabriken oder mehr Flugzeuge und Bomber. Ja, ist auch recht. Das bringt auch viel mehr. Ja. Und du kannst die Küstenregion ja auch mit Schiffsartillerie unterstützen. Ja. Italien figiert gegen mich. Was anderes. Guck mal, ja, was Frankreich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es gerade erst passiert ist oder ob es schon war, aber guck mal auf deren Regierung und deren Namen. Ja. Ja. Was sind denn die jetzt? Die Franzosen sind ja alles auf einmal. Sie sind 25% neutral und sind neutral geworden. My God. Oh Mann, ey. Immer ja, so ein Scheiß. Wäre echt mal schön, zu wissen, wie diese französische KI funktioniert, weil die echt im Arsch ist, glaube ich. Ja. Da läuft ja gar nichts. Nee, überhaupt nicht. So, also die französische KI hat es aber wenigstens gecheckt und ist in Italien durchgebrochen. Ich schicke da jetzt nochmal 200.000 Mann hin. Bruder, du schickst einfach mehr Truppen hin, als ich jemals besetzen habe bis jetzt. Ich würde dich ja gerne unterstützen, aber ich weiß auch nicht, irgendwie. Jetzt bringt mir halt so grad, das würde mir halt auch nicht was gerade bringen, dass du mir irgendwelche Provinzen abtrittst. Nee. Irgendwie nisch. Das Gute ist, Polen ist noch nicht drin, nirgendwo. Das heißt, wir können ganz einfach. Die Polen haben aber einen Kessel ziehen. Haben aber irgendwelche Verbindungen mit den Engländern, das ganz vorteilhaft sein könnte. Haben die? Jo, tatsächlich. Ja, ja. Tatsächlich. Achso, Leute. Ja, erzähl es. Nee, sag, mach du erst. Wir machen ja wieder, ich wollte es nur zur Info einmal schnell sagen, wir machen ja wieder einen One-Take. Also nicht wundern, wenn wir mal wieder keine Begrüßung oder sowas haben. Irgendeine Folge. Das wird die letzte Folge dementsprechend sein in dieser Aufnahmesession. Da wird es eine Verabschiedung geben. Aber ansonsten nisch. Aber ich denke mal, das juckt eh keinen. So. Ich mach mal ein bisschen langsamer, weil dieser Vormarsch geht ganz schön schnell. Wir können ja gleich vielleicht auch mal überlegen, was wir als nächstes so zusammenspielen. Ja, klar. Also wir können auch gerne in den Kommentaren. Also ich lasse mal gerne die Zuschauer abstimmen. Aber man hat ja als YouTuber so am Anfang noch gar nicht die Community-Funktion, ne? Dieses Community-Tab, wo Leute abstimmen können. Frei? Ja, da schaltest du frei. Du brauchst, glaube ich, 1000 Abonnenten und 1000 Stunden in der Wiedergabe oder sowas. Das mit den 1000 Stunden Wiedergabe, das kriege ich ganz gut hin. Aber die 1000 Abonnenten, oh ja, das war echt großes Ziel. Ja, wir. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Mal gucken. Mal eine ganz andere Frage an die Community. Designt ihr also eure Panzermodelle? Also was nehmt ihr da so mit? Was lasst ihr so liegen? Weil man kann ja nicht alles mitnehmen. Manche Sachen haben ja andere Vorteile. Wäre ganz witzig, das mal zu erfahren, weil irgendwie, wir haben zwar super viele Spielstunden in diesem Spiel und auch viele Erfahrung und haben mittlerweile viele Tricks gelernt und so weiter und so fort, aber ist ja immer gut zu wissen. Vielleicht haben wir auch irgendwas ganz stumpf übersehen oder so. Wie man halt irgendwas noch viel besser designen könnte. Auch genauso bei euren Schiffen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr sowas designt, was ihr gerne mitnehmt oder worauf ihr dabei achtet. Immer gut zu wissen. Ja, das stimmt. Man lernt immer hier. Also man lernt bei Hearts of Iron auch nie aus. Ja. Nee, was ich gerade eben eigentlich davor sagen wollte, ich war eben kurz der Meinung, die Polen hätten noch ihren alten Schwerpunkt zu bauen. Den so ohne den, dass die DLCs hätten, aber haben sie ja gar nicht. Achso. Wissen deine Zuschauer eigentlich, dass wir mit allen DLCs spielen, die es gibt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wisst ihr, weil ich habe das, kann sein, dass ich das mal ganz am Anfang gesagt habe, in meiner ersten Folge oder sowas. Das kann sein, ich weiß aber nicht genau. Aber gut, dass du erwähnt hast.
Kann natürlich auch sein, dass wir, wer ist es denn jetzt? Das am Anfang des Let's Plays erwähnt haben, aber wie gesagt, zwischen den zwei Aufnahmen liegen jetzt halt ein paar Tage dazwischen. Mhm. Dementsprechend kann sein, dass wir es auch wieder vergessen haben. So. Achso, noch was gut zu wissen. Ihr braucht nicht alle DLCs, es reicht theoretisch, wenn einer von euren Freunden alle hat. Dann könnt ihr die eigentlich immer sharen. Was aber, ich glaube, bei Death or Dishonored teilweise zu Problemen führen konnte. Zumindest hatten wir damals immer Probleme mit dem DLC. Ja. Also alle anderen funktionieren, außer Death or Dishonored. Das macht irgendwie Probleme und dann spackt das Spiel ab und stürzt ab und solche Scherze. Ja, vielleicht mittlerweile sonst nicht mehr, ich weiß aber auch nicht. Ja, dafür ist es halt zu lange her. Ja. Ja. Aber sonst, eigentlich lohnt sich die DLC schon, oder was meinst du dazu? Ja, die auf jeden Fall. Ich find's nur ein bisschen kacke, dass sie für alles so viel Geld verlangen. Weiß ja, ich aber nicht, ob das sein muss. Das da beschweren sich viele halt auch rüber. Aber gut, okay. Bei mir lohnt es sich. Ja, wozu man jetzt sagen muss, natürlich gibt's ja auch oft im Angebot. Das stimmt. Ich hatte ja auch ganz lange Zeit fast keine und dann gab's ja irgendwann mal alle DLCs im Angebot irgendwie, glaube ich, um 80% reduziert und dann habe ich mir, glaube ich, alle DLCs für 10, 15 Euro oder so gekauft. Also riesen, also alle, die es gab, mitgenommen. Ja. Ach, scheiße, ich wundere mich gerade, warum der Krieg hier nicht weitergeht. Ich habe aber den Angriffsplan nicht losgehabt. Ha, scheiße. Ei. Egal. Wie lange haben wir das Spiel eigentlich schon, weißt du das? Das kam, ja, ich habe es mir vorbestellt. Ich hatte es direkt, als es rauskam, ich glaube 2016. Und du hast es dir ziemlich genau ein paar Monate danach eigentlich geholt, oder ein paar Wochen sogar. Ich hab's. Stimmt. Weil ich so genervt habe. Nämlich. Ja, du hast genervt. Ja, aber ich habe auch. Was heißt Vorbestellerbonis? Aber ich habe irgendwelche Sachen noch bekommen, als ich das damals geholt habe. Boah, ja, kann sein. Ich weiß nicht. Das ist so lange her. So, ich versuche jetzt mal in Jugoslawien anzugreifen. Und in Italien bei Frankreich da an der Grenze. Boah, lol, da läuft's richtig gut. Lol. Irgendwann im Oktober habe ich mir das, glaube ich, geholt. Oder im September. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann alles sein. Das Spiel ist auf jeden Fall, ja, 2016. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann noch einen Nachfolger gibt. Also, ich glaube, es ist mit das erfolgreichste Spiel von denen mittlerweile, beziehungsweise von, es ist auf jeden Fall das Spiel, das am meisten, was DLCs angeht, gefördert wird momentan. City Skylines? Nee, aber... Das gehört ja auch noch zum Paradox. Ja, ja, ich weiß. Das geht auch übelst ab. Ja, aber ich habe irgendwo, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo es war, aber da wurde auf jeden Fall gesagt, dass das wohl momentan am meisten gefördert wird, weil es auch wahrscheinlich am meisten einbringt, denke ich. In Deutschland, da boomt es ja gar nicht so heftig, meine ich. Aber in Amerika, Türkei vor allem und keine Ahnung wo noch, da boomt es richtig, dieses Game. Also ist da richtig erfolgreich. Ja, verständlich. Es ist ja auch nicht schlecht. Das hat zwar immer wieder Bugs und da fuck ich mich halt drüber ab, aber es hat ja auch einen riesen Umfang und so weiter und so fort. Ja, das auf jeden Fall. Sieht man das normalerweise nicht auch bei Steam, wie viele Leute gerade aktuell im Spiel online sind? Ja, ich glaube schon. Irgendwo sieht man das. Ja, aber ich sehe es halt gerade nicht. Ich sehe nur Community-Beiträge. Und sehe ich gerade nichts. Die Frage ist ja auch immer, ob du alle Leute siehst, die gerade online sind. Ja, viele spielen auch offline. Ja, beziehungsweise ob du nur die Leute in Europa siehst oder in Deutschland oder so. Das kann ja auch noch sein. Hm. So, jetzt aber mal back zum Game. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr lange. Also Wien ist hier neue Hauptstadt. Frankfurt fällt jetzt auch gleich. Komm mal was. Und dann nur noch München. Und dann könnt ihr ja von oben in Italien auch noch reinbuttern. Genau, da sind wir jetzt währenddessen auch, glaube ich, bei. Ich muss gleich gucken. Meine Division wollen sich schon wieder verpieseln. Ach, Junge. So. Ich brauche gleich unbedingt Provinzen, weil so langsam ist alles voll. Ja. Ja, du kannst ja was aus dem. Ja, warte mal, was kann ich in dir Provinzen geben? Ja, wenn jetzt der Krieg vorbei ist. Sowieso nicht. Oder ja, wenn ja, okay. Du kannst ja eh nichts integrieren gerade. Genau. Ja, doch, das hatten wir ja am Anfang ja auch gesagt, dass wir die Mods dabei haben. Na, genau, das habe ich gerade im Schnitt sogar noch gehört. Okay. So. Ziehen wir danach noch gegen die Sowjetunion? Ja, mal gucken, ne? Aber ich glaube, erst sind die Japaner dran. Ah, die machen gerade richtig Stress da hinten. Nein, mal sehen, wie lange es noch dauert, bis sie Pearl Harbor angreifen. Das wird nicht passieren.
Niemals. Ja, haben die nicht sogar einen Schwerpunkt? Ja, kann sein. Oder keine sowas? Ahnung, ey. Aber ja, Japan wäre auch mal wieder interessant zu zocken. Aber ich weiß nicht, ob sie es dann automatisch angreifen, Pearl Harbor. Ja, das weiß ich. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Die Landung müssen sie ja selber vorbereiten. Aber komischerweise macht die KI das manchmal. Also das hatte ich schon ein paar Mal. Du kriegst ja auch dann die Meldung, Pearl Harbor ist gefallen oder wurde angegriffen oder irgendwie sowas. Ja, weil in echt war der Angriff ja ein Überraschungsangriff auf die Amerikaner und hat einen Haufen Schiffe versenkt. Habe ich letztens noch, vor 2 Tagen, einen Film sogar drüber geguckt. Midway, aber das waren ja diese Midway-Inseln. Der war gut. Was heißt, ja, da ging es ja schon mit um Pearl Harbor ja, und ja, die ganze Rückeroberung. Das war ja, ja unmittelbar nach diesem Angriff auf Pearl Harbor, meine ich. Ja, den ganzen Film habe ich auch gesehen. Midway. Moment, die Amerikaner nicht sogar wieder. So, ja, ich habe den, glaube ich, auf Prime gesehen. Haben die Amerikaner nicht sogar eine Flugzeugträgerklasse namens Midway gehabt? Also, die hatten auf jeden Fall Flugzeugträger namens Midway. Ich guck mal eben nach. So. Läuft, läuft, Leute. Na, okay, in Jugoslawien mehr oder weniger. So, hier ist wieder alles frei. Ich rede schon mit den Amerikaner. Die Amerikaner hatten eine Midway-Klasse mit dem Typenschiff der Midway. Ja. Baubeginn war 1943, Oktober. Mhm. Das ist jetzt auch nur das, was ich gerade schnell auf Wikipedia sehe. Kann man heutzutage sogar noch besichtigen. Ja gut. Also wenn ihr möchtet, man weiß ja nie. Ja, einfach mal nach Amerika. Ja, wenn du schon mal da bist. Die Amerikaner haben ja ganz viele Schiffe zur Besichtigung. Oh. Hast gesehen? Mhm. Dass Deutschland ziemlich vernichtet wurde, ja. Das ging ganz schön flott. Wie viel habe ich denn verloren? 770.000? Ja, kann man machen. Ich habe gerade zu 4.000 verloren.